Mein Name ist Jenny Wolf und ich bin Schnellläuferin. Als Schnellläuferin Jenny Wolf ist in Herrenfein erstmals Weltmeisterin im Sprint-Mehrkampf geworden. Es war Jenny Wolfs Überlegenheit auf der 500-Meter-Strecke, die in Herrenfein den Ausschlag gab. Dort nahm die Weltrekordlerin allen Konkurrentinnen fast eine Sekunde ab und gewann deshalb ganz überlegen. Vor den abschließenden 1000 Metern hatte Jenny Wolf einen Vorsprung von fast 3 Sekunden. Obwohl die Berlinerin als eindeutige 500-Meter-Spezialistin gilt, geriet ihre Führung im direkten Duell mit Anni Friesinger nicht mehr in Gefahr. Da sorgte Tobias Schneider für die Überraschung des Tages. Der Berliner lief über die 10.000 Meter zu einem hervorragenden zweiten Platz. Das Ganze in der deutschen Rekordzeit von 13:16:36. The German team are having Philippe Tischendorf almost at his best. Ich bin Peter Livers und ich bin ebenfalls auch Eiskunstläufer. Samuel Schwarz, deutscher Meister über 1000 und 1500 Meter. Samuel Schwarz trainiert intensiver, härter, herausragend. Dass er in dieser Saison zu denen gehört, die ganz vorne mitlaufen können um die Medaillen. Über meine Eltern, die damals Ende der 80er, Anfang der 90er die große Zeit von Katharina Witt miterlebt haben und Kathi Witt war sozusagen der ausschlaggebende Punkt und ja, so hat man mich dann 1994 zum SC Berlin in Hohenschönhausen geschickt. Ich bin damals durch Zufall in Berlin-Hunschenhausen an der Eisbahn vorbeigekommen. Damals war es noch eine Freiluftbahn. Hab gesehen, wie die Sportler dort mit welchen hohen Geschwindigkeiten, mit welcher Eleganz übers Eis gelaufen sind. Und von dem Zeitpunkt stand eigentlich für mich fest, dass ich das auch können möchte. Ich bin über einen Klassenkamerad zum Eisschnellaufen gekommen. Ich habe vorher schon Sportakrobatik gemacht an der Sportschule, Sport-Coubertin-Gymnasium. Und ein Klassenkamerad von mir hat Inline-Skaten und Eisschnellaufen gemacht. Und ich hatte keine richtige Lust mehr auf Sportakrobatik. Dann habe ich gesagt, ich gehe einfach mal mit hin und schaue mir das mal an. Und bin dann dabei geblieben. Wir haben gegenüber von der Eishalle gewohnt und deswegen wollte ich auch unbedingt Eishockey spielen und eigentlich auch wegen meinen Geschwistern. Und ich sag mal, dass meine Geschwister mich eigentlich auch dazu gebracht haben und somit auch meine Vorbilder sind. Das Eislaufen hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich habe als kleiner Junge oder eigentlich wurde ich schon von meiner Mutter im Kinderwagen über den See geschoben. Und so ist vielleicht die Liebe zum Eislaufen entstanden. Also ich habe das Glück, dass wir eine gute Kooperation haben beim OSP und damit ist es schon zu schaffen, die Ausbildung ordentlich auszuführen wie die anderen Studenten. Aber hin und wieder kommt es dann doch, dass ich öfter nicht anwesend sein kann. Jetzt bin ich in der Sportfördergruppe von der Bundespolizei, wodurch ich eine gestreckte Ausbildung machen konnte und dadurch halt das super mit dem Sport vereinbaren konnte. Also ich bin seit 2001 jetzt fertig mit meiner Ausbildung und bin seitdem freigestellt für den Leistungssport und kann tagtäglich jetzt meinem Sport nachgehen. Ich bin jetzt derzeit dabei zu studieren, Wirtschaftsingenieurwesen. Und ich bin kein fleißiger Student, aber ich studiere. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Zum einen, weil ich halt einen starken und verständnisvollen Partner an meiner Seite habe, der mir privat halt sehr viel den Rücken halt auch frei hält. Ich habe zwar leider im Moment keine Freundin, aber wenn zumindest die Freundin auch aus dem sportlichen Bereich kommt, oder Erfahrungen hat, wie es ist, Sport zu betreiben, dann ist man da meistens auf einer Wellenlänge. Zu Beginn war es so, dass sogar meine Familie nicht so ganz für den Leistungssport war und ich eigentlich immer mehr auf mich selbst gestellt war und den eigenen Antrieb auch bringen musste, zum Training zu gehen. Und ich denke, es hat mir im Nachhinein geholfen, dass ich so halt sehr selbstständig geworden bin und
der eigene Antrieb halt sich stark ausgebildet hat. Mit der Freundin, das klappt auch. Es ist halt, man hat nicht so viel Zeit wie andere. Immer locker bleiben. Also Tipps. Ich hatte das Glück, ich durfte auf eine Sportschule gehen, auf die Eliteschule des Sports hier in Berlin. Ich sag mal, einfach ein guter Zeitplan. Also mein konkretes Ziel ist es auf jeden Fall, erstmal sich dafür zu qualifizieren. Ich bin noch sehr jung. Mir stehen also auch noch in 4 Jahren die Türen weit offen. Also ich möchte in Vancouver natürlich mit dem Team eine Medaille gewinnen. Ja, der VBKI versteht sich als Impulsgeber in der Sportförderung. Er geht mit gutem Beispiel voran und hofft darauf, dass andere diesem guten Beispiel folgen. Wir sind sehr froh darüber, dass dies in Bezug auf das VBKI-Team Vancouver geschehen ist und dass einige Unternehmen sich entschlossen haben, dem Team beizutreten und es ebenfalls zu fördern. Die DKB unterstützt das VBKI-Team Vancouver aus 2 Gründen sehr gerne. Zum einen verdient die Vorbereitung, die die Sportler betreiben auf die Olympischen Spiele, sehr großen Respekt. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass sie daneben noch eine Berufsausbildung bewältigen müssen. Zum anderen ist die Verbindung von Sport und Wirtschaft am Standort Berlin geradezu ideal, da die Wirtschaft über die Vermittlung von Ausbildungsplätzen oder Ähnlichem den Sportlern hier ganz konkret Hilfestellung leisten kann. Es ist sehr schön, auf diesem Weg die Wirtschaft und die in Sport zusammenzubringen. Ja, Lufthansa als global aufgestelltes Unternehmen fliegt natürlich auch täglich mehrmals nach Vancouver. Und vor diesem Hintergrund freuen wir uns, diesem Projekt des VBKI und der Berliner Wirtschaft für dieses tolle Olympia-Projekt helfen zu können.